Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in den Ruinen von Nabu. Keine Sorge, ihr habt nicht aus Versehen irgendeine alte Folge angeklickt. Denn ihr habt es mitbekommen, wir sind inzwischen ein wenig im Level aufgestiegen. Und ja, ich fühle mich jetzt stark genug, um hier dieses Level abzuschließen. Ich speichere ja trotzdem nochmal, denn nur weil ich mich stark genug fühle, heißt es ja nicht, dass es auch wirklich so ist. So, lasst uns diesen Geist hier angreifen, der uns ja bisher immer ein paar Probleme bereitet hat. So, und, oh, seht ihr wohl, das macht doch hier gleich viel mehr Schaden. Also im Gegensatz zum letzten Mal, wenn ihr euch noch erinnert, als wir hier waren. Und jetzt kann er sich auch nicht mehr so schnell heilen, denke ich mal. Ha! 100 Erfahrungspunkte hat uns das gebracht. Und absolut problemlos haben wir den diesmal platt gemacht. So, die gepeinigte Seele hat Ektoplasma hinterlassen. Nehmen wir natürlich gerne mit. Die Blumen hier... Ey, hier liegt noch ein Genesungstrank. Die Blumen, die hier sind, beziehungsweise die Pilze, können wir leider nicht abernten. Und ich würde mich gerne nochmal heilen. So, jetzt ist das Mana auch da. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier sind wir hergekommen. Jetzt muss ich mir mal überlegen. Genau, hier waren wir ja auch schon einmal und haben die Gegner hier gesehen. So, greifen wir diesmal an. Und dann holen wir unsere Axt wieder hervor. Und einfach mal, zack, zum starken Schlag ausholen. Ihr könnt doch nichts, Leute. Ihr seid echt, jetzt frühstücke ich euch doch morgens gleich nach dem Aufstehen ohne Probleme weg. Also, ist ein Witz. Nein, wir wollen ja nicht überheblich werden. Und ich sollte mal echt einen Trank nehmen. Wenn ich jetzt natürlich sterbe, dann... ja, könnt ihr mich gerne auslachen, weil ich dann hier so rum erzählt habe und dann... Ah, okay, okay. Gut. Glück gehabt, nochmal das Gesicht gewahrt. Und mal schauen, was die beiden so haben. Ach, haben nur ein paar Pfeile in sich stecken. Okay, nehmen wir auch mit. Sind ja unsere. Also her damit. So, und wir schleichen uns hier mal weiter. Aber es scheint so... Ja, okay, hier waren nur die beiden. Hier liegt noch ein Buch. Die Tyrannei der Lichtgeborenen. Kennen wir noch nicht. Hier, ich werde euch die beiden Seiten gerne zeigen. So. Dann schnappe ich mir das Teil. Und die Truhe, fellüberzogenes Schild. Ach, komm. Brauchen wir überhaupt nicht. Gut, das war's dann hier auch schon. Also ihr seht schon, es ist jetzt um einiges leichter geworden für uns. Also wir haben an Power dazu gewonnen. Und jetzt gehen wir mal hier runter. Denn hier waren wir auch noch nicht. So, Tür öffnen. Ach genau, Moment mal. Ah, okay, da ist jemand. Erinnert ihr euch noch, es ging auch noch tiefer hier in die Ruinen rein. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, sonst wäre ich jetzt um ein Haar, hätte ich jetzt bald schon wieder die Ruinen verlassen, wenn das jetzt hier fertig ist. Ach, der feine Herr kann zaubern. Okay, dann hau ich mal... Ah, Mist, nicht getroffen. Jetzt einen ordentlichen Kraftschlag. Genau, jetzt liegt er gleich. Ein Schlag noch. Ha, das war's. So, dann lasst uns mal eben schauen, was der so dabei hatte. Rolle des Mana-Raubs. Joa, nehmen wir mit. So, ich werde mal eben mich heilen. So. Und hier haben wir noch eine Birne und ein paar Kartoffeln. Das braucht der Typ bestimmt nicht mehr. Der ist nämlich tot. So. Kisten. Aha. Noch mehr Nahrung. Und, na, Schnickschnack. Was haben wir hier? Kampf um Kabet. Das kennen wir schon. Nehmen wir gleich mit. Und Schattengeborene. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich zeige euch die Seiten einfach mal. Und ja, hier haben wir nur noch zerknittertes Papier. Brauchen wir auch nicht. Deswegen gehen wir weiter. So, jetzt hätte ich jetzt eigentlich schon gesagt, okay, die Ruinen sind jetzt gesäubert. Verlassen wir die einfach mal wieder. Gibt ja nichts mehr zu tun. Lala, lala. Denkste. Denn, wie wir wissen, es ging ja hier noch tiefer in die Ruinen rein. Deswegen gehen wir einfach mal hier wieder komplett lang. Hier liegen noch die ganzen Leute, die wir damals schon so mühsam niedergerungen hatten. Ihr erinnert euch, als wir das letzte Mal hier waren, hatten wir echt einige Schwierigkeiten, uns hier vernünftig durchzuschlagen. So, und hier geht's noch tiefer in die Ruinen rein. Ich werde an dieser Stelle schnell speichern.
Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Wir wollen ja nicht zu überheblich werden. So, die haben mich noch nicht gesehen. Das ist sehr gut, dann kann ich dem immerhin nochmal ein Pfeil verpassen und einen zweiten. Und so, jetzt kann's losgehen. Ich glaube, der eine holt gerade wieder zum Zauberspruch aus. Nee, doch nicht. Ich werde mich aber auch erstmal auf den einen hier konzentrieren. Dann haben wir immerhin schon mal einen gleich weg. Oh, ich muss ganz dringend Heiltränke nehmen. Komm. So, drei Stück sollten reichen, hoffe ich. Also, ein Problem weniger und... Oh, jetzt holen wir beide hier zum Powerschlag aus. Jo, das hat gesessen. Da muss ich... Moment. Lebensenergie wiederherstellen. Nochmal zwei nehmen. Denn... mit Zaubersprüchen sollten wir nicht spaßen. Die machen ganz gut Schaden. So, schnell mal eben heilen hier mit unserem Zauberspruch. Und ihr seht schon, der frisst Mana ohne Ende und bringt gar nicht so viel. Finde ich ein bisschen blöd. Alte Mantelhaube, bla. Eisenpfeile ziehen wir ihm wieder raus. Und er hat gar nichts. Okay, das ist mal schwach. So, wir schleichen hier weiter durch die Ruinen. Na komm, ich will mich noch einmal heilen. Dürfte doch gleich mal klappen. Sehr schön. Und dann schnappen wir uns unseren Bogen. Und keine Gegner. Okay, ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass hier mal wieder bald welche kommen. Ui, okay, hier. Oh, da hinten sitzt einer auf dem Thron. Ob das der Chef ist? Ich versuche ihn mal hier durchzutreffen. Voll ins Bein. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, mit wie viel Mann der hier angerannt kommt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die ganze Armee angelockt habe. Sonst habe ich ein Problem. Ich warte hier und schau mal. Okay, da kommt auf jeden Fall einer. Und Sturmangriff. Ah, jetzt kommt er nicht mehr. Komm doch. Hier sind wir. Kriegst halt noch einen... Oh, um Gottes Willen. Immer mit der Ruhe, Junge. So, komm her. Ah, der hat auf jeden Fall eine Verzauberung auf dem Schwert. Da kriegen wir irgendwas abgezogen oder so. Okay, ich habe ihn geblockt. Wie heißt der? Marshall Teldor. Okay. Um Gottes Willen, meine Lebensenergie. Okay, ich kann nur 5 Tränke auf einmal nehmen. Oh, ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Okay, geblockt. Und angegriffen. So, also das wird wohl der Boss hier in diesem Dungeon sein. Der hat eine Menge Power und hat auch eine starke Waffe, wie wir ja mitbekommen haben. Jetzt einmal ausholen. Ah, zu weit weg. Und ein Sturmangriff. Oh, er hat mich entwaffnet. Oh, mies. Warum entwaffnet er mich einfach? Das ist natürlich frech. Boah. Ich habe auch keine andere Waffe mehr, glaube ich. Ich versuche sonst mal, an ihm vorbeizurennen. Hier muss doch meine Waffe irgendwo liegen. Da. Und dann rüsten wir die schnell wieder aus. So. Setzen wir natürlich wieder auf die 1. Und wo bist du? Ja, komm her. Noch einmal treffen, denke ich, dann müssten wir ihn haben. Und... Nein, die Reichweite... Oh Gott. Ich muss nochmal einen Heiltrank nehmen, leider. Ich hoffe, er tötet uns jetzt nicht mit der letzten Attacke, die er jetzt hier gerade macht. Nee. Los, komm schon. Oh, endlich. Wow, okay. Also, der Typ hat doch nochmal ein paar Tränke verlangt. Und der hat mal einen geilen Helm auf, oder? Mal schauen, was der so an Ausrüstung hat. So, erstmal die Eisenpfeile. Dann haben wir Teldors Schlechter. Oh, Magicka absorbieren war das. Okay, die nehmen wir mit. Denn das Gewand der Novizen nehmen wir auch mit. Leichtrüstung brauchen wir nicht. Ja, kennen wir schon. Ring des Lehrlings, Illusion und Willenskraft. Und den Rottenhelm. Festigen Blocken 3, festigen Stärke 1. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also, okay, er hat die Rüstung immer noch an. Mal schauen, wie der Helm aussieht vom Rottenmeister. Der Rottenhelm. Wollen wir doch mal schauen. Ah, okay, so wie unserer im Prinzip, bloß ein wenig dunkler gefärbt. Ihr habt Z-Boni erhalten, Lebensenergie plus 10. Joa. Das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Genau, jetzt haben wir es hier. Durch die Rottenbeinschienen, Rottenstiefel, Rottenmeister kriegen wir insgesamt schon mal 20 Leben dazu. Blocken 3. Was haben wir hier noch? Hier einmal Konstitution dazu. Einmal Schnelligkeit dazu. Und dann haben wir hier noch Stärke. Insgesamt 4 Stück dazu. Also ihr seht schon, die Set-Gegenstände sind wirklich
mächtige Items hier in dem Spiel. So. Und ich werde schon mal den Bogen nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier doch noch ein paar Gauner ihr Unwesen treiben. Na komm, hol den mal raus. So. Treppen runter. Ha, ich bin auf alles gefasst. Okay, wenn jetzt hier auf einmal irgendwie ein Golem steht oder so, dann bin ich nicht drauf gefasst. Aber... Jo, auf gar nichts bin ich auch gefasst. Von daher ist in Ordnung. Sind halt keine Gegner hier. Und wir schauen mal, gibt es hier irgendwo noch eine Kiste oder... Ah, hier, Steinthron. So, jetzt sitzt hier endlich mal jemand drauf, der da auch hingehört. Moment, wie ging... Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Man konnte irgendwie die Ansicht doch noch ändern. Ja, genau, hier mit dem Mausrad. Seht ihr wohl, hier sitzen wir jetzt also auf unserem Thron. Gut. So könnten wir auch spielen, aber ich mag die andere Kameraperspektive eigentlich lieber, wenn man so ist. Deswegen würde ich mal sagen, so lassen wir es auch. Ach genau, so konnte ich auch noch meinen Charakter anschauen. So. Und ja... Okay, hier hätte ich gar nicht mal runtergehen müssen. Hier ist Sackgasse. Mal eben auf die lokale Karte schauen. Ja, ich habe nichts an den Augen. Es ist hier wirklich eine Sackgasse. Das heißt, ja, wir haben es geschafft. Die Ruinen von Narbu sind gesäubert. Wir haben noch einen Set-Gegenstand von Rottenmeister bekommen. Sehr schön, das freut mich natürlich. Und ja, weiter geht's Richtung Sanktum, würde ich sagen, sobald wir draußen sind. Und dann können wir auch endlich vielleicht ein paar neue Zaubersprüche lernen. Darauf freue ich mich ja schon. Weil momentan haben wir eigentlich nur Heilzauber, die wir benutzen. So. Und dann hier rechts. Ja, also in diesem Dungeon muss man leider wieder komplett zurücklaufen. Das war ja sonst der Punkt, den ich so gelobt habe. Aber klar, es muss jetzt auch nicht in jedem Dungeon sein, dass man hier eine Abkürzung auf dem Rückweg hat. Na, hier noch nicht. Ja, bin ich jetzt vorbeigelaufen oder... Ah, hier. Hier geht's hoch. So, und dann geht's wieder ab in die Wildnis. Östliches Faltrintal war es, glaube ich. Nicht wahr? Genau, östliches Faltrintal. Raus mit uns, mal schauen, ob es immer noch regnet oder ob das Wetter jetzt wieder ein bisschen besser geworden ist, ob die Sonne scheint. Es müsste ja, ja, eigentlich doch recht sonnig noch sein. Zumindest müsste Tag sein. Okay, wir hören schon ordentlich Regen. Egal, das soll uns nicht weiter stören. Ich guck mal eben auf die Karte. So, wir müssen jetzt eigentlich fast straight Richtung Osten latschen. Und da sehe ich auf der Karte auch schon wieder eine Markierung für ein weiteres Dungeon. Beziehungsweise für einen Turm. Da werden wir dann wohl dran vorbeikommen. Und... Ja, ob ich widerstehen kann, da reinzugehen? Ah, ich fürchte nein. Tut mir leid, da muss ich euch enttäuschen. All die Leute, die jetzt sich schon gefreut hatten auf die Hauptquest, aber... Ja, wenn ich am Turm vorbeikomme, dann... Ah, okay, ich muss jetzt hier lang. Dann werde ich da auch reingehen. Ich nehme gerne möglichst viele Dungeons mit, muss ich sagen. Erstens gibt es da schöne Items und zweitens ist da auch schön Action. Deswegen, und ich versuche jetzt mal hier noch... Ah, komm schon. Nein. Och, das kann doch nicht angehen. Da kommst du nicht mehr hoch. Och. Ah, doch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, dann folgen wir hier einfach mal der Gebirgskette. Die wird uns schon Richtung Sanktum bringen, denke ich mal. Ah, ich werde angegriffen. Ah, da sehe ich ihn sogar schon. Tollwütiger Wolf. Oh, bleibt mir bloß vom Leibe, wenn ich hier wieder die Tollwut kriege, ey, dann mache ich aus dir aber Wolfsgeschnetzeltes und dann gibt's mal eine ordentliche Mahlzeit. So, dein Fleisch nehme ich trotzdem, auch wenn du Tollwut hast. Ich hoffe einfach mal drauf, dass sich Tollwut so nicht überträgt. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, Tollwut wird nur durch Bisse oder so übertragen. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nicht, dass irgendjemand nachher kommt. Ey, na komm, stimmt doch gar nicht. Oh, hier habe ich einen Friedhof entdeckt. Die Pfingstrosen hier werde ich trotzdem mal pflücken. Ein paar Blüten weniger ist ja auch nicht schlimm. Eine Kriegerstatue.
Und jo, hier ist mal eine ordentliche Klippe wieder. Denke, da komme ich nicht so leicht hoch. Und ich glaube, werde ich angegriffen? Ja. Also irgendwas hat mich... Ah, hinter mir. Tollwütiger Wolf. Was für eine Überraschung. Nord. So. Wolfsfleisch. Hier ist noch eine Blume. Sehr schön. Und ich versuche hier irgendwie trotzdem hochzukommen. Ja, es klappt sogar einigermaßen. Ja, ich glaube, gleich wird es zu steil hier, oder? Nee. Läuft. Wunderbar, wunderbar. Läuft ja wie geschmiert. So. Oh Mann, die Wälder hier sind echt fantastisch. Okay. Ich blicke immer noch Richtung Osten. Das heißt, eigentlich müssten wir dann früher oder später ankommen. Uah. Na, warum hast du jetzt deine Waffe gezogen? Hier ist doch nichts. Einen ruhigen... Aha, hier ist schon mal ein Weg. Und da ist der Turm, genau. Zu dem Turm wollen wir doch eigentlich auch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich... Genau, Sanktum hier lang. Da vorne rennt das Reh schon vor uns weg. Es weist uns den Weg. Es wäre einfacher, wenn du einfach in den Wald läufst. Und... Wenn du nicht aufpasst, kriege ich dich gleich noch. Ah, wenn ich meine Waffe ziehe, bin ich ein bisschen langsamer. Jetzt, komm. Na, Mist. Oder? Willst du kämpfen? Komm her hier. Kannst du haben. Leckerer Rehbraten. Warum nicht? Bestimmt sehr zart, das Fleisch von dem Viech. Das war ja noch sehr jung, scheinbar. Und wir sind gleich da. Hier seht ihr schon das Sanktum in seiner vollen Pracht. Sehr schön, sehr schön. Jetzt müssten wir nur mal irgendwie hier den Eingang finden, aber wahrscheinlich, wenn wir dem Weg folgen. Überraschung, Überraschung, wird es wahrscheinlich zum Sanktum führen. Da sind noch ein paar Pilze. So, alle mitnehmen. Sehr schön. Hier haben wir eine Ruine. Stört uns aber nicht weiter. Und ja, das sieht doch sehr gut aus hier. Der Weg führt uns doch direkt zu unserem Ziel. Ja, ob das Schicksal ist, dass wir jetzt hier... Oh, guck mal hier. Wasserfall, sehr cool. Ob's Schicksal ist, dass wir jetzt hier im Regen ankommen. Das hat ja so ein bisschen was Dramatisches. Da vorne steht schon irgendwer. Ich hoffe, der wartet nicht auf uns. Hm, ich speichere an dieser Stelle erstmal. Ich bin mir nicht sicher, ob der uns jetzt anquatscht. Denn beim nächsten Mal werden wir dann hier Richtung Sanktum gehen. Und ja, bis dahin euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.